Das ist ja dein zweiter Print, wenn ich mich richtig erinnere. Wie findest du das Format und wie hat sich es aus deiner Sicht entwickelt? Mega, also erstmal die Kulisse, es ist echt atemberaubend. Mega spannende Vorträge, auch vielfältige Vorträge mit unterschiedlichen Themen. Viele, viele Hersteller auch und Dienstleister, mit denen man sich sehr, sehr gut austauschen kann. Was ich tatsächlich in den Fokus rücken würde, ist das Connecten oder die Erfahrung von unterschiedlichen Kunden, die man hier eben antrifft. Weil jeder hat irgendwie eine andere Ausgangssituation, andere Herausforderungen oder auch Anforderungen. Und die in Einklang zu bringen und so ein bisschen den Horizont erweitern, finde ich schon sehr, sehr spannend. In den Cases, die dir so im Sales unterkommen, wie wichtig ist da heute noch das Thema Print und Publishing? Und wird es eher aus der historischen Brille gesehen? Also wir haben hier unseren alten Katalog und den wollen wir nochmal umsetzen oder wird es auch ein bisschen unter einer moderneren Sicht betrachtet? Kommt drauf an, letzteres, es ist tatsächlich so, man muss sagen, es wandelt sich. Ich meine, das ist auch nichts Neues. Wir reden nicht mehr von dem großen Ottobrecher, sondern es wird immer individualisierter, es wird immer spezifischer, kundenspezifischer. Das merken wir schon, aber es ist schon eigentlich in jedem zweiten Projekt, was wir umsetzen, ist Print eigentlich noch existent. Ja. Und wie gesagt, die Relevanz verändert sich insoweit, dass man uns eben ad hoc, das heißt on demand, eben bereitstellen muss und einfach individualisierter. Ja, das ist so. Okay, vielen Dank. Gerne.